Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich hier ein paar Make-up-Neuheiten, die ich gerne in meinem Gesicht mit euch zusammen austesten möchte. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich habe hier jetzt, ich glaube nur High-End und so, also quasi nicht so Marken, die man in der Drogerie findet. Ne? Da habe ich letztens noch ein separates Video zugedreht. Das ist weitestgehend selbst gekauft. Also das war auch ganz schön teuer. Den Haul dazu drehe ich jetzt bald noch ab. Der ist vielleicht schon online oder kommt noch online, weiß ich nicht. Ich verlinke euch auch alle Produkte natürlich in der Infobox und hier sind auch Timestamps zu den jeweiligen Schritten, wo auch die Produkte aufgeführt sind. Und ich habe mich jetzt einfach mal wieder an den Professional von Benefit rangetraut. Das ist dieser hier. Den habe ich ehrlich gesagt aber von Benefit auch zugeschickt bekommen. Ich bekomme ab und an von denen so Neuheitenpakete. Da war der jetzt mal wieder mit drin. Und ich habe letztens auch gesehen, als ich von Made by Mitchell, ne, hatte ich mir den auch aufgetragen. Da habe ich das ganz gut gefunden. Mal gucken, ob das jetzt auch gut funktioniert. Ich glaube, ich trage den auch nur auf einer Gesichtshälfte auf, oder? Also nicht Gesichtshälfte, sondern halt nur so hier an der Nasenseite vielleicht, um zu gucken, ob da wirklich ein Effekt kommt. Ich bin mal gespannt, weil wir kennen den ja, ne? Der kommt hier so raus und der ist ja sehr, sehr silikonig. Eigentlich bin ich halt nicht so Fan von solchen Primern. Ich habe aber gemerkt, dass hier, also gerade so auf Bildern oder auf Thumbnails habe ich das auch viel gesehen oder wenn ich meine Videos schneide, dass gerade hier in diesem Bereich die Textur meiner Haut gerne mal ein bisschen mehr hervorgehoben wird. Da habe ich mir gedacht, okay, vielleicht kann ich damit jetzt ein bisschen Abhilfe schaffen. Trag mir den hier jetzt einfach mal auf. So sieht das dann jetzt quasi aus. Macht schon mal, also es macht schon einen Effekt, ne? Also das kann man halt theoretisch auch ohne weitere Foundation oder so tragen. Auf den Rest meines Gesichtes trage ich hier von LH Cosmetics den Glowerizer in der Farbnuance Me Time auf. Und den könnt ihr bei Purish kaufen und dort mit Claudis Welt 10 entsprechend drauf sparen. Ich weiß nicht, ob das ein Primer sein soll. Hier hinten steht drauf, dass man das dafür verwenden könnte. 3-in-1 Oil Serum to Moisturize Prime and Boost Glow for a Lit From Within Look. Ich soll von innen leuchten. Mal gucken. Hier trage ich den dann komplett auf. Macht man den dann auch noch drüber, über sowas? Oder verbindet sich das dann zu sehr? Das weiß ich gar nicht. Ich habe noch nie Double Priming gemacht. Sieht echt, wow, metallisch aus. Das ist schon krass. Aber sowas mag ich ja, ne? Nee, ich glaube, als reiner Highlighter wäre mir auch zu wenig. Ich glaube, das ist halt wirklich gut als Primer, ne? Als hätte man mich in ein Ölfass gedippt. Und hier verteile ich den halt dann so, dass ich den nicht da verteile, wo ich dann den Benefit aufgetragen habe. Ich glaube, so habe ich das ganz gut hingekriegt, ne? Dann sehen wir nämlich auch gleich, ob ob die Geschichte überhaupt einen Effekt gibt. Ja, also, ne? Glowy Primer liebe ich, finde ich großartig, mag ich sehr, sehr gerne leiden. Und das finde ich auf jeden Fall auf den ersten Blick schon mal sehr schön. Hier bin ich jetzt ein bisschen, mal gucken, wie es so wird. Fenty Beauty und ich sind ja so Hit or Miss, ne? Was so Produkte angeht. Das ist die Soft Lit Naturally Luminous Longwear Foundation in der Farbnuance 110. Ja, das ist halt immer super hell, ne? Also wenn ich mir Foundations kaufe, sehe ich oft aus wie ein Geist. Aber ich glaube, das könnte hinhauen. Das hat auch so einen leicht peachigen, ja, ne, Einstich, diese Farbnuance. Und ich finde auch Fenty Beauty macht das richtig toll mit den verschiedenen Untertönen und so, sodass eigentlich jeder da auch so sein Match findet. Gebe ich mir das hier erstmal auf die normale Glowy-Seite. Na komm, die Farbe passt schon, ne? Ja. Ich werde übrigens super häufig gefragt, schon bevor ich meine Schminkvideos quasi starte, was ich so auf meinem Gesicht trage. Ich meine, ne, im Prinzip ist es halt Hautpflege. Es ist jetzt abends, 21 Uhr. Ich habe die schon vor einer ziemlich langen Weile so vor ungefähr 12 Stunden aufgetragen. Aber trotzdem, ne, so Sonnenschutz lege ich ja immer wieder nach. Das ist meine wundervolle Daltonpflege. Und sollte ich gerade einen Code haben, je nachdem wann das Video online kommt, ist er natürlich eingeblendet. Das müsste mit Beauty Claudi 20% bei Dalton geben. Schaut gerne vorbei, wenn ihr möchtet. Aber das hier ist jetzt natürlich eigentlich eher so ein Schminki-Video, aber das ist ja die Basis immer vom Ganzen. Auf jeden Fall gefällt mir die Foundation richtig gut. Ich habe mir das jetzt auch gerade mit dem Spiegel angeschaut. Und da bräuchte ich jetzt theoretisch auch nicht unbedingt ein Schwämmchen, um das einzuarbeiten. Hat sich sehr, sehr schön verteilen lassen. Das mag ich schon. Also das geben wir jetzt mal auch auf die andere Seite und dann schaue ich mal, wie sich so dieser Bereich dann ja verhält, weil hier ja, ne, wisst ihr Bescheid, ein Primer unterwegs ist, also ein anderer. Ja, das macht schon Unterschied. Also wenn ich jetzt hier mir meine Geschichte angucke in Relation zu hier, ist es hier definitiv verfeinerter. Trotzdem habe ich auf der Seite mehr das Bedürfnis, die Foundation mit einem Schwämmchen einzuarbeiten.
Das ist crazy, oder? Kann auch natürlich daran liegen, dass hier in dem Pinsel dann schon von dieser Seite noch ein bisschen Produkt drin war. Ich habe ja genau gleich viel für beide Seiten auf meinen Handrücken aufgetragen. Das ist sehr, sehr crazy. Ja, also ob ich das jetzt als weiteren Schritt in meiner Make-up-Routine jetzt so einfügen werde, hier quasi meine Poren minimieren, denke ich, kann ich mir vorstellen. Wäre auf jeden Fall nicht verkehrt, glaube ich. Ist auf jeden Fall jetzt hier die Base. Ne? Dann gucken wir mal weiter. Achso, die Foundation gefällt mir. Finde ich schön. Dann habe ich hier von House Labs den gehypten Concealer in der Farbnuance 03 Fair Rosy. Das ist alles wirklich so hell, es tut mir so leid. Sowas bekommt ihr bei Sephora auch immer. Und da kann ich euch empfehlen, einfach zum Beispiel ein Limited-Mitglied oder so zu werden. Da kriegt man halt entsprechende Vorteile. Und da gibt es auch immer wieder schöne Geschichten, dass man da auch sparen kann. Dass man da irgendwelche Goodies auch dazu bekommt und so, ne? Achso, das Füßchen ist irgendwie viel zu groß für den Reinschubgedönsen. Aber ja, ist ein solides, normales Füßchen, was aber irgendwie auch viel, viel... Also das ist halt einfach groß, ne? Breit, ja. Und ich gebe mir einfach erstmal ein bisschen was davon auf. Da bin ich jetzt erstmal gespannt, wie der sich so verhält. Nehme mein angefeuchtetes Schwämmchen. Das ist übrigens ein Oldschool-Ember-Schwämmchen. Das ist richtig, richtig alt schon. Aber noch nicht Uppe, ne? Und dann arbeite ich mir den vorsichtig ein. Passt richtig gut mit der Foundation farbtechnisch zusammen. Wow. Ich glaube, den mag ich auch sehr, sehr gerne. Das ging leicht, Leute. Und sollte meine Nase an dieser Seite vielleicht ein bisschen komisch aussehen, liegt es vielleicht daran, dass mein anderthalbjähriger Sohn seine Rübe da letztens dran gehauen hat. Vor 3 Tagen. Und mich tatsächlich ausgenockt hat. Wirklich. Das war krass. Die tut auf jeden Fall richtig derbe weh, aber wir schaffen das. Sie ist jetzt nicht irgendwie verfärbt, also habe ich mir gedacht, gut, mache ich jetzt nicht irgendwie ein Tralafitti davon, passt schon. Unglaublich. Also mir gefällt das gerade richtig, richtig gut, was ich im Gesicht habe, muss ich wirklich sagen. Also alles bislang, ne? Eine Eyeshadow Base verwende ich. Das ist von Too Faced, die Shadow Endurance. Die habe ich hier in der kleinen Größe. Es ist, glaube ich, mit 4,25 Milliliter. Nee, das dürfte die Originalgröße sein, oder? Habe ich von Emmy nämlich Geschenk gekriegt. Vielen, vielen Dank, meine Wundervolle. Das ist richtig cool, weil die hätte ich mir so oder so selber gekauft. Und dann hatte ich das von ihr in der Zuschauerpost. Ist jetzt ja in der neuen Verpackung. Das ist dann ja, glaube ich, so Concealer-mäßig. Ja, ne? Mit so einem Füßchen. Und ich hatte die auch schon in dieser Tubenvariante damals, in der, ich sag mal, alten Formulierung. Und da fand ich die eigentlich ganz gut. Also habe ich, glaube ich, sogar 2-mal schon aufgebraucht. Ebenfalls von Too Faced habe ich mir ein neues Produkt gekauft. Das ist dieser Chocolate Mousse Melting Bronzer and Sculpting Stick. Fand ich total abgefahren. Also, ne, ab und an kriegen wir auch noch ein paar Neuheiten von Too Faced zu sehen. Ich bin da immer ganz happy drüber, muss ich ehrlich sagen. Und jetzt gucke ich erstmal. Ja, farbtechnisch ist es halt wie dieser ganz normale Chocolate Bronzer. Oh, der ist aber sehr, sehr cremig. Das gefällt mir. Ich trage den jetzt aber erstmal so vom Handrücken auf mit dem Foundation Pinsel, ne? Oh, oh. Ja, der riecht auch ein bisschen nach After Eight, oder? Ich gehe jetzt so mit dem Bronzer hier mal über den Pinsel und trage das dann auf. Ich mache das ja so ungern. Oh Gott, ist das viel. Dass ich halt direkt mit dem Stick ins Gesicht gehe. Weil wir sehen ja auch hier vor allem, dass das Ding schon ordentlich Pigment hat. Ups. Hätte ich mir auch denken können, ne? Weil der Chocolate Bronzer für mich auch ein bisschen zu dunkel ist. Der Chocolate Soleil passt mir nämlich richtig gut. Wow. Also der lässt sich halt wirklich auch sehr, sehr ebenmäßig verblenden. Man muss halt mit der Dosierung ein bisschen aufpassen, ne? Da habe ich jetzt ein bisschen eskalativ was gemacht. Also wirklich Empfehlung an den Handrücken geben und nicht mit dem Stick ins Gesicht und auch nicht mit Ding hier auf Pinsel geben und dann ins Gesicht. Das konnte ich damals mit dem Milk Bronzer nämlich so einfach machen und habe mir gedacht, ja gut, das ist ja kein Problem, ne? Oh doch. Das ist nämlich ein sehr, sehr weiches Produkt, was dann halt bam in your face kommt. Okay, lässt sich aber schön verblenden. Das ist jetzt halt wirklich auch nur noch ein Hauch von. Könnte mir wieder gleich, wenn ich das Puder auftrage, wahrscheinlich zu wenig sein. Wir gucken mal. Ich verwende jetzt aber erstmal noch ein Blush. Und da habe ich hier von Milk Makeup in der Farbe Spritz mit diesem Jelly Cooling Water Jelly Tint geholt. Die Verpackung finde ich ja übel, ganz ehrlich. Also für das, was ich dafür bezahlt habe, hätte ich echt mehr erwartet, aber gut. Vergesst nicht, dass ihr immer wieder dieses kleine Käppchen auch oben drauf machen müsst. Ansonsten trocknet der euch aus, das sage ich euch, ne? Der ist halt wirklich hier oben nass schon mal. Wow, oha. Okay, und der ist wirklich Jelly. Das ist so eine abgefahrene Konsistenz. Ich glaube, ich habe das bei Jennys Highlights gesehen, dass sie den genommen hat und dann auf ihren Handrücken gegeben hat erstmal, um sich halt auch ranzutesten und dann aufs Gesicht. Wobei ich mir vorstellen kann, dass du den auch direkt aufs Gesicht auftragen könntest. Das mache ich falsch.
wirklich hier direkt mit drauf? Ja, da musst du schon direkt drauf. Sonst kriegst du das nämlich nicht aufs Gesicht. Dann färbst du vielleicht deine Hand oder deinen Pinsel ein, aber halt nicht dein Gesicht. Und das war ein Reim. Das ist wirklich kühl. Crazy. Und schnell sein, sonst hast du hier einen Strich, ne? Das ist halt so ein bisschen, als würde ich mir einen Benetint aufgeben, den ich vorher ins Kühlfach gegeben hätte, zusammen mit irgendwie Agar-Agar oder sowas. Wisst ihr, was ich meine? So ist das irgendwie von der Empfindung her. Okay, ja, crazy. So ganz Fan von dem Produkt bin ich aber jetzt noch nicht. Da muss ich mich noch einfach ein bisschen rantasten, denke ich, ne? Sieht echt weird aus. Wow. Und irgendwie habe ich das Gefühl, als hätte ich jetzt den Bronzer an den Stellen auf jeden Fall irgendwie weggenommen. Deswegen ich den jetzt nochmal nachtrage, aber hier mit Handgedönsen. Dann korrigiere ich das Ganze auch noch ein bisschen mit Concealer, weil es ist halt irgendwie merkwürdig geworden, finde ich persönlich, ne? Weil ich mag das halt auch nicht, wenn ich so Hängebäckchen mir selber schminke. So sieht es, glaube ich, ein bisschen harmonischer aus, ne? Okay, ein Lippenöl habe ich jetzt auch noch. Da habe ich bei Colourpop zugeschlagen, da gab es auch irgendwie Rabattgedönsen und hast du nicht gesehen. Und es gab diese Twilight Collection noch und da habe ich mir dieses Luxe Lip Oil geholt. Ich bin zwar nicht Team Edward, aber ich habe mir den geholt, weil ich den einfach bei Angelica Nyquist gesehen habe und mir das sehr, sehr gut gefallen hatte, als sie den geswatcht hat. Der hat nämlich so einen bläulichen Einschlag. Ist wirklich schade, ne? Weil das hier hätten die wirklich irgendwie, das wäre so cool gewesen, damit draufbringen können. Der hat halt auch so Schimmer, ne? Aber es soll halt auch irgendwie pflegend sein. Mal gucken. Ja, und auf den Lippen ist er natürlich jetzt nicht irgendwie tiefblau oder so. Das gibt halt hier einfach so einen leichten Tint, beziehungsweise so eine leichte bläuliche Einfärbung, was ich jetzt auch nicht so verkehrt finde. Das ist schon cool. Also ich mag ja gerne auch mittlerweile tatsächlich ein bisschen kräftigere Lippen tragen. Nicht immer, je nachdem, wie man sich halt so fühlt, ne? Deswegen passt das eigentlich ganz gut. Wobei das jetzt eher lila-mäßig rüberkommt und in dem Sinne auch total gut zu meinem Oberteil passt, zu meinem Hoodie. Und jetzt gehe ich noch einmal hier so an kritischen Stellen mit meinem Schwämmchen entlang, weil ich jetzt ein Puder verwende. Und zwar habe ich hier von Typology dieses hier. Das ist das transparente Loose Powder, was die dort auch bei sich haben. Mit Typology arbeite ich ja ab und an auch mal zusammen. Und das mache ich auch sehr, sehr gerne. Die haben ganz, ganz tolle Pflege. Aber vor allem die Make-up-Produkte sind die Sachen, für die mein Herz halt schlägt, ne? Und da habe ich jetzt letztens auch das Puder mal geschickt bekommen. Und das testen wir jetzt mal in der First Impression, Leute. Wir haben ja auch so ein Puffelding mit dabei. Da bin ich jetzt nicht so Ultra-Fan von. Ich mache das ja lieber mit den Tools, die ich so da habe. Das ist leicht gelblich eingefärbt. Da bin ich ein bisschen vorsichtig und hoffnungsvoll zugleich. Ich hoffe, dass es farblich auch ganz gut bei mir passt, ne? Dann nehme ich mir so ein kleines Puffelding, ne? Arbeite das in meine Handinnenfläche ein. Nee, das ist nicht komplett matt. Das ist auch cool. Und dann trage ich mir das erstmal dort auf, wo ich den Concealer auch aufgetragen habe. Das macht auf jeden Fall schon mal einen guten Job im ersten Moment hier auf dieser Seite, ne? Gefällt mir. So, und den Rest von meinem Gesicht werde ich jetzt einfach ganz leicht mit einem Pinsel setten. Da gehe ich dann in das Puder rein, arbeite das in den Pinsel ein und trage das dann ganz leicht über mein komplettes Gesicht auf. Ab. Kann das wohl, dass die Foundation ein bisschen nachgedunkelt hat? Oder waren das jetzt die anderen Base-Produkte, die das Ganze so gemacht haben? Keine Ahnung. Es gefällt mir auf jeden Fall farblich jetzt noch ein bisschen besser. Und die Menge an Puder ist jetzt eigentlich auch echt ausreichend. Also da muss ich jetzt auch nicht nachnehmen. Da verwende ich jetzt nur das, was ich hier jetzt so in meinem Pinsel drin habe. Und dann kommen wir zu einem weiteren Colourpop-Produkt. Es gibt die Schöne und das Biest-Kollektion. Wie geil wäre das gewesen, wenn dieser Highlighter auch wirklich in der Umverpackungsoptik geblieben wäre, oder? Oh, mit Lumiere und ja, Monsieur, wie heißt du nochmal? Schreib das mal in die Kommentare, ich habe es gerade vergessen. Ich habe letztens noch den Film geguckt, toll. schön. Auf jeden Fall ist es der Special Guest Super Shock Highlighter in dieser Mini-Variante von 8 Gramm. Das ist einfach riesig, ne? Da kannst du echt, den kannst du vererben. Das ist wirklich so. Also ich weiß nicht, wer den mal aufgebraucht bekommt. Ich kann es mir bei mir jetzt nicht so vorstellen. So schaut er aus. Der ist wirklich unfassbar riesig. Und der ist schon sehr, sehr, sehr glowy, Glitzer. Ich versuche das jetzt auch mal mit meinem kleinen Pinsel zu machen. Und gehe dann hier einfach rein. Das mache ich ja am liebsten, ne? Dass ich den gleichen Pinsel für Puder, Blush, Bronzer, Highlighter und so verwende. Einfach aus reinen Faulheitsgründen, um ehrlich zu sein. Okay, das sieht aber schon mal ganz gut aus. Krass, wie dieser Blush halt auch noch durchscheint, ne? Oh, da muss man wirklich ein bisschen präziser mitarbeiten. Ja, man sieht aber schon den groben Glitzer.
Kann ich nicht anders sagen. Bin ich jetzt nicht so Ultra-Fan von, bin ich ehrlich. Benefit hat mir auch die neuen Augenbrauen-Stiftgeschichten zugeschickt. Das ist hier der Precisely My Brow Detailer. Da ist ja so wenig Gramm drin, 0,02. Ne? Ich habe die Farbnuance 3, das ist dieser hier. Und damit werden wir jetzt mal meine Augenbrauen auffüllen. Wir werden sie erstmal überhaupt machen. Hier haben wir ein Spoolie drin und hier oben... Das sieht man auch, ne? Das ist nochmal so eine separate Kappe quasi, damit die Mine nicht abbricht offensichtlich. Das finde ich schon mal ganz praktisch, weil diese Mine ist enorm fein. Da darf man auch nicht allzu viel von hochdrehen, weil das ist halt wie immer, ne? Wenn du so viel hochdrehst, dann ist das Ganze instabil und wenn du zu viel Druck ausübst, dann bricht dir das Ding ab und dann hast du echt ganz schön viel Geld abgebrochen. Das ist halt uncool. Deswegen mache ich das jetzt auch mit ganz, ganz viel sanfter Vorsicht. Ja, da kann man schon sehr präzise mitmalen. Aber da bist du halt schon ein bisschen länger mit beschäftigt, ne? Farbtechnisch ist der mir einen ganz kleinen Ticken zu dunkel. Aber man kann da schon schön mitarbeiten. Das kann ich nicht anders sagen. Ist aber halt wirklich, also... Ja, wenig Produkt für viel Geld. Muss man schauen, ob das für einen okay ist. Ich glaube, ich persönlich bin dann eher bei dem Klassiker Precisely My Brow, ne? Dass ich da halt auch irgendwie bei bleibe. Und vor allem auch in der Farbnuance 2,5, das ist mehr so meins. Aber ich finde, die Augenbrauen sind an und für sich echt gut geworden. MAC hat ein neues Produkt rausgebracht. Leute, das Bürstchen, das Füßchen sieht abgefahren aus. Pro Locked Brow Gel. So schaut das aus, habe ich mir gekauft. Und ja, da bin ich jetzt mal gespannt, ob das genauso fancy hält, wie es aussieht. Weil guckt euch das mal an. Ich weiß nicht, warum diese Augenbrauen-Gel-Bürstchen immer so crazy aussehen müssen. Vor allem dieses Giftgrün ist echt krass. Und ja, das soll jetzt meine Augenbrauen fixieren. Ich bin mal gespannt. Gehe dann jetzt hier einfach mal so durch. Das greift echt super, die Augenbrauen, ne? Ist aber, glaube ich, eher für die Leute gedacht, die auch wirklich ihre Augenbrauen dann so richtig fluffy hoch machen. Wenn ich jetzt hier so das seitlich wieder hinten hinlegen möchte, habe ich da ja nicht wirklich die Härchen. Ein bisschen schwierig, aber naja, sieht gut aus. Hat jetzt nicht irgendwie das Produkt abgetragen groß, also ein bisschen Augenbrauenprodukt hasse ich hier dran. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich denken würde, oh mein Gott, ich habe hier mein halbes Augenbrauenprodukt schon wieder mit dem Gel abgenommen. Das hat man ja sonst auch das ein oder andere Mal leider. Und irgendwie massiert es auch auf eine sehr angenehme Art und Weise meine Augenbrauen. Also die Augenbrauen haben sich jetzt soweit formen lassen. Ich habe auch da durchgehen können noch, als ich da schon einmal durchgegangen war. Das heißt, es ist jetzt nicht direkt irgendwie angezogen oder so. Das ist schon mal positiv, ne? Da kann man dann ein bisschen einfacher mit arbeiten. Es ist aber halt noch gar nicht fest. Also da brauche ich jetzt nicht unbedingt dran ditschen, um zu gucken, ob das jetzt hält. Denn es ist noch sehr nass jetzt gerade auf meinen Augenbrauen. Das heißt, wir warten jetzt noch ein bisschen. Dann wenden wir uns zwischenzeitlich einfach mal einer Lidschattenpalette von Melt Cosmetics zu. Melt ist jetzt auch neu bei Purish eingezogen. Da könnt ihr auch, wie gesagt, drauf sparen. Und das hier ist die Electrip Palette. Die habe ich mir auch selber gekauft. Die habe ich nicht zugeschickt bekommen. Die habe ich selber gekauft. Und so schaut sie aus. Ich bin wirklich gespannt, wie die jetzt auf meinen Augen sein wird. Was der Look ergeben wird, da bin ich auch einfach mal auf mich selber gespannt, weil ich habe hier als matte Farben dieses Pseudo, das ist ja so ein Petrol, dunkler Petrolton. Dann habe ich Raffa, das ist halt so ein dunkelbraun, fast schwarzbraun. Bang ist ein Orange und dieses Rot, Strawberry Fields, ist halt ein Rot. Mal gucken, wie das so wird mit uns, ne? Das könnte gegebenenfalls abgefahren werden, weil es ist halt einfach eine krasse Qualität. Ich gehe jetzt erst auch wirklich in dieses Orange rein, in diesen Bang, und nehme den mit so einem Pinsel, so einem abgeschrägten Pinsel auf. Ist eigentlich egal, ob der jetzt abgeschrägt ist oder nicht. Den setze ich mir jetzt erstmal in meine Lidfalte rein. Man muss da ein bisschen aufpassen, dass das Ganze nicht irgendwie verheult oder so aussieht. Das ist immer bei Orangetönen, bei Rottönen, bei Pinktönen so, ne? Dass man da immer so ein bisschen drauf achten kann, sollte. Weiß ich nicht. Den lässt sich aber wirklich schön auftragen. Das kann ich nicht anders sagen. Das funktioniert sehr, sehr gut. Das ist nicht zu viel, nicht zu wenig. Ich dippe auch immer nur vorsichtig rein, weil Melt ist halt richtig krass gut pigmentiert. Also das ging wirklich relativ simpel, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, ich mache jetzt erstmal weiter mit dem unteren Wimpernkranz, denn da weiß ich, dass ich definitiv Pseudo verwenden möchte. Ich weiß nur noch nicht, welchen Pinsel ich nehme, aber wenn das so krass pigmentiert ist, dann macht es mir sogar ein bisschen Angst. Ich nehme jetzt erstmal eigentlich eher so einen Augenbrauenpinsel, dippe vorsichtig rein, das ist ja dieser Petrolton, und setze mir den direkt unter meinen Wimpernkranz. Das ist schon krass jetzt hier.
Wow, okay. Und mit dem Pinsel, den ich jetzt gerade oben verwendet habe, blende ich das ein bisschen aus. Aber nicht zu tief, weil dann könnte das auch schon wieder verrückt aussehen. Das sieht schon hammermäßig aus. Oh je, oh. Ich glaube, ich möchte mir den jetzt auch so ein bisschen noch weiter so ziehen. So, wie so eine Art unterer Liner. Ist echt crazy. Also auf dieser Seite sitzt meine Base wirklich viel, viel besser als auf der Benefit Professional Seite. Jetzt bin ich ein bisschen mutig, würde ich sagen, denn ich nehme jetzt dieses dunkle Braun, was hier auch drin ist, das Refer, das ist dieses hier, oh mein Gott. Ich dippe da einmal vorsichtig rein und dann blende ich mir das nur so leicht hier außen rein. Oh Gott, das ist wirklich dunkel. Ja, dafür kann man auch tatsächlich wirklich besser einen Blendepinsel nehmen, denn ich möchte das eher so diffus haben, sonst sieht das zu schmutzig und verkehrt aus, ne? Ich möchte hier nur so eine leichte, nebulöse Abdunklung schaffen. Mehr nicht. Ja, mit einem Blendepinsel geht es definitiv besser. Aber auch nur ganz vorsichtig rein dippen. Ansonsten hat man da halt wirklich dieses richtig krass dunkle Braun, was ich nicht haben möchte, gerade für den Look. Da kommt ja gleich noch ein anderer Eyeliner drüber. Deswegen wird das dann auch quasi oben und unten verbunden werden. Das sieht jetzt noch ein bisschen weird aus, ne? Ich komme halt echt nicht aus meiner Haut. Ich brauche den NYX Glitter Glue, um mich wohlzufühlen. Dann überlege ich, möchte ich einen grün oder möchte ich einen hellblau? Oi, ist das grün geil. Du möchtest auf mein Auge. Aber das hellblau ist auch schön. Ich habe eine Idee. Das Magic Mask. Dieses krasse Grün setze ich mir auf mein bewegliches Lid. Das hat auch so einen Goldstich mit drin, ne? Außen dann noch ein bisschen hier in dieses Braun reinblenden, dass es einen schöneren Übergang gibt. Und nach innen nehme ich mir den Blue Haven oder Blue Heaven. Ich mache mir ein blaues Inner Corner. Das lässt sich nämlich jetzt mega geil auch mit dem unteren Wimpernkranz optisch verbinden. Und Grün besteht ja aus Blau und Gelb, also passt das auch zu dem Lid. Das ist crazy, aber ich find's geil. Unten ziehe ich das auch tatsächlich ein ganz kleines bisschen mit rein, damit die beiden Töne sich verbinden. Das ist cool. Und ich will es nicht beschreien, aber bislang krümmelt hier wirklich gar nichts, ne? Weder die matten Töne kriegen Fallout, noch die Schimmertöne bröseln irgendwo hin. Das ist echt geil. Also da kannst du echt mit der Palette spielen und ich finde so ein Look ist einfach mal was anderes. Natürlich hätte man das Außen hier ein bisschen noch dunkler machen können, dann wäre das wahrscheinlich noch verbundener. Aber ich finde es gerade so einfach schön. Dadurch ist das Orange zwar nicht so knallig, aber ich möchte ja immer lieber die Schimmertöne zum Strahlen bringen. Das bin halt einfach ich, ne? Das passt halt auch einfach, finde ich persönlich. Und ich mag die Palette sehr, sehr gerne, weil die einfach eine gute Quali hat, Leute. Und jetzt verwende ich einen Eyeliner. Da habe ich mir bei Lethal Cosmetics diese Avatar Collection gekauft. Nicht alles davon, aber zum Beispiel diese Eyeliner-Geschichte, die hier zu sehen ist. Ich kenne das nicht, die Last Airbender. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Klärt mich gerne in den Kommentaren auf, ne? Du hast halt bei diesen Eyeliner-Geschichten zwei verschiedene. Einen, der quasi matt ist und einen, der diesen Duochrome mit dabei hat. Das sieht so schön aus. Und das passt jetzt halt auch echt zum Look. Das heißt, ich nehme jetzt erstmal dieses dunkelgrün. Hast du irgendwie eine Farbbezeichnung? Toff Liquid Eyeliner Set. Keine Ahnung. Toff Matt. Keine Ahnung. Ist ein dunkelgrün. Dip-Eyeliner sind nicht meine präferierte Art und Weise der Auftragungsgeschichte, aber wir probieren es mal aus. Der ist sehr, sehr flüssig. Das heißt, ich streife da jetzt ordentlich Produkt ab. Wow, der ist präzise, Leute. Da kannst du ganz, 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 ganz fein mitmalen. Wow, das ist so schmal und das entspricht halt absolut dem dunkelgrün. Also meine Augen sind ja so. Also vielen Dank an meine Mama an dieser Stelle. Ich habe halt um meine Augen drumherum quasi so einen grün, so einen dunkelgrünen Ring, ne? Und das ist das Grün, was dieser Eyeliner hat. Und dann wird es nach innen ein bisschen heller und ganz in der Mitte um die Pupille drumherum ist es bei mir braun. Ja, abgefahren diese Augen und mein Freund hat witzigerweise die gleichen. Dieser Eyeliner, das ist unglaublich, den spürst du nicht, aber der ist unglaublich schön. Und jetzt nehme ich mir den Duochrome Highlighter, Eyeliner, den kann man auch theoretisch so, wenn man, das ist halt mit Schlupflidern ein bisschen schwierig, ne? Aber den kannst du theoretisch hier auch, das wird irre gut aussehen, hier so auftragen. Das würde ich ja schon ganz gerne machen, weil der ist ja so blau-grün, ne? Ich versuch's mal. Das siehst du halt kaum jetzt, ne? Weil das halt so ziemlich Ton in Ton mit der Palette ist. Das ist schade, weil der eigentlich echt geil ist. Und hier ist übrigens das Pinselchen nicht ganz so präzise,
wie bei dem Matten. Ne? Also da haben wir ein etwas anderes Pinselchen. Ich zeige euch den jetzt aber mal als Swatch, weil man den, wie gesagt, auf dem Auge nicht wirklich sieht. Und der ist halt so richtig, richtig genial Duochrome. Also meine Kamera weiß gerade gar nicht, was sie machen soll. Das ist schon geil. Da sieht man so die verschiedenen Farbnuancen. Gelb, grün, blau, ne? Mega geil. Genau, also das vielleicht zu einem gelben Look oder so kann richtig geil werden. Und was ich auch immer bei Dip-Eyelinern jetzt wichtig finde, ne? Ich spüre die Eyeliner nicht. Ein neues Fixing-Spray hatte ich nicht, so dass ich jetzt einfach das genommen habe, was ich aktuell verwende. Und dann biege ich mir jetzt erstmal meine Wimpern. Denn ich habe eine neue Mascara, die so wunderschön aussieht und hoffentlich auch genauso wunderschön auf den Augen sein wird. Mal gucken. Glamlight habe ich bestellt bei Monolith. Da habe ich ordentlich zugeschlagen. Und da habe ich mir die Boobalicious Betty Boop Full Volume Mascara gekauft. Wie unglaublich fancy sieht das bitte aus. Die komplette Kollektion hat mich jetzt nicht so unbedingt angesprochen, aber ich fand es einfach mal ganz interessant, weil ich hatte von Glamlight jetzt noch nicht irgendwie eine Mascara oder so. Das würde ich mal zusammen ausprobieren. Das ist schon frech, ne? Also die Verpackung erinnert mich sehr, 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 sehr an MAC. Also da gibt es eine schwarze, die wirklich, also das ist schon hardcore, ne? Wir gucken mal. Das haben wir, es ist so ein mattes Rot, die fällt natürlich auch total auf, wenn man die halt so bei sich hat. Es ist ein Gummibürstchen, wo sehr wenig Produkt dran ist. Riecht einfach sehr dezent nach Mascara und die ist oben dicker als unten und die ist erdnussförmig. Ohne Mascara. Erste Schicht. Zweite Schicht. Dritte Schicht. Die Mascara ist ein bisschen schwierig, weil du sie sehr schwer schichten kannst. Sie trocknet irre schnell. Deswegen habe ich auch nur so ein dezentes Ergebnis. Ne? Also die lässt sich nicht wirklich schichten, was ich sehr schade finde. Aber ich glaube, dass viele andere Menschen das feiern werden. Das ist ja nur mein persönlicher Geschmack, dass ich das lieber mag, wenn es halt intensiver ist. Sie ist wasserfest. Jetzt sieht man auch so ein bisschen den Liner da oben drauf. ja. Ich glaube nicht unbedingt, dass wir zwei Freunde werden. Ne, leider. Also das finde ich ein bisschen schade, weil die Verpackung doch sehr opulent daherkam und auch das Bürstchen sehr verheißungsvoll. Ja, ich glaube nicht, dass das so mein Vibe ist. Ich meine, von der Entfernung, das sieht alles echt mega aus. Kann man nicht anders sagen, aber die Lippen fehlen definitiv. Das Lippenöl ist tatsächlich jetzt nach ungefähr einer Stunde, ja, ein bisschen mehr als eine Stunde, immer noch sehr, sehr gut drauf. Also das kann man wirklich gut verwenden, wenn man so ein Zwischending zwischen Lipgloss und Lippenpflege haben möchte. Das ist schon ganz gut. Ich habe das jetzt aber erstmal so ein bisschen abgenommen. Ich verwende jetzt einen Lipliner, der passt jetzt gleich nicht so unbedingt zum Lippi. Ne? Das ist von Melt, der Perfectionist Lip Ultra Precision Pencil in der Farbe Bear. Ja, Bear. B-A-R-E. Genau. Und Melt bekommt ihr, wie gesagt, bei Purish. Und da müsste das dann auch entsprechend mit Claudis Welt 10 ein bisschen günstiger zu erstehen sein. Ich brauche jetzt aber eigentlich nur einen Lipliner, um so eine Abgrenzung zwischen meinen Lippen und meiner Base zu haben, damit das nicht so ausblutet. Denn ich habe mir bei Sephora hier von Benefit dieses wunderschöne Ding gekauft. Das sieht doch total großartig aus, oder? Also ich finde die Verpackung abgefahren, ist in der Farbnuance Honeymooner und das ist ein Moisturizing Dewy Lip Tint. Und das ist halt, ne, das ist quasi der Bene Tint weiterentwickelt zu einem Liquid Lipstick, so in der Art, hätte ich jetzt einfach so gedacht, anhand dessen, was ich im Internet so gesehen habe. Okay, nee, doch anders irgendwie. Das kühlt erstmal, das finde ich auch ganz crazy gerade. Ich finde ja den Ombre-Effekt gerade mit dem Lipliner richtig abgefahren. Ich hätte mir aber mehr Deckkraft tatsächlich gedacht. Zum Look jetzt vielleicht nicht unbedingt gewünscht, weil so passt es eigentlich sogar relativ gut, aber das ist sehr, sehr dezent. Crazy. Schmeckt komisch, wirklich. Hat nicht jetzt irgendwie einen speziell geilen Geschmack oder so. Muss ich ein bisschen warten, wie das jetzt so auf den Lippen bleibt. Weiß nicht, ob man jetzt dafür die, also da bezahlt man ganz schön viel Geld für, ne? Zahlst du halt eigentlich die Verpackung. Weil so sieht das geswatcht aus, ne? Das ist halt wirklich ein Hauch von Farbe. Sehr, sehr, sehr cremig, leicht auf den Lippen. Halt wirklich eher wie ein Lippenöl oder so.
lasse ich jetzt jedem, überlasse ich jedem selbst. Also ich persönlich denke mir, naja, gut, hast jetzt ein hübsches Produkt, aber ist jetzt kein super krasses Must-Have-Produkt oder sowas. Und als ich bei Sephora war, beziehungsweise online bei Sephora, habe ich auch gesehen, dass es noch ein paar weitere Kajali-Düfte gibt. Und ich muss also wirklich gestehen, dieses Pistachio und das Vanilla, das finde ich jetzt so, so angenehm. Und deswegen habe ich mir noch ein paar andere gekauft. Hier habe ich das Love Fest Burning Cherry, die Nummer 48. Und ich finde es einfach großartig, dass wir hier auch diese 10 ml Variationsgeschichte haben. Dass du dir nicht direkt dieses große Ding kaufen musst, was wirklich teuer ist. Das ist einfach mit Burning Cherry Raspberry, also quasi mit brennender Kirsche, okay, Himbeere, Praline, Palo Santo, Guayak Wood, okay, irgendein Holz, und Patchouli. Ich bin sehr, sehr gespannt auf den Duft. Ich habe richtig Bock auf geilen Kirschduft. Und so schaut der Flakon aus. Der sieht ein bisschen anders aus als die, die ich so schon habe mit den 10 Millilitern. Ich habe Kirsche. Oh, das riecht so abgefahren gut nach Kirsche. Aber nach einer schweren Kirsche. Das ist jetzt nicht so eine süße, leichte Kirsche, diese Zuckerkirschen, die man sonst so kennt, sondern es ist eine schwere, erwachsene Kirsche. Aber es ist kein Kopfschmerzduft. Das finde ich auch ganz interessant, weil da halt also Patchouli unterstützt das Ganze halt richtig gut. Und dieses Wood, also dieses Holzige, das riechst du auch richtig gut raus. Also könnte ich fast schon als Unisex-Duft sehen. Und die Kirsche ist da fast irgendwie fehl am Platz drin, finde ich persönlich. Also das ist so ein, ach was. Da ist ja noch eine Nuance mehr drin, obwohl die Kirsche quasi ja auch das Ganze sehr, sehr besonders macht. Und Praline müsste jetzt quasi noch die Süße geben. Sehe ich jetzt so nicht. Also ich persönlich sehe halt eher die Kirsche. Oh, aber ein richtig abgefahrener Duft. Das ist jetzt nicht so ein Duft, den jeder trägt. Und wie bei den Kajali-Düften, die ich so generell auch schon habe, würde ich den vielleicht auch mit irgendwas kombinieren, wenn man den richtig abends tragen möchte. Wenn ich ihn tagsüber trage und da einfach was Besonderes trage, dann nehme ich den sehr gerne, weil es hat nicht jeder sowas, ne? Und weil das so, so crazy ist, finde ich. Und ja, dann abends vielleicht so mit dem Yves Saint Laurent Libre in Kombination, dann ist es noch ein bisschen schwerer. Ne? Aber ich glaube, die beiden würden sich ganz gut unterstützen. Das kann ich mir echt gut vorstellen. Ja, und ihr Lieben, das ist jetzt hier mein fertiger Look. Ich fühle mich tatsächlich sehr, sehr wohl, auch wenn ich mich sehr, sehr bunt fühle. Ich habe mich echt mal wieder an meinem Outfit ein Stück weit orientiert. Also es passt farblich ganz gut dazu. Ne? Das mit der Base ist halt echt so eine Sache. Ne? Die gefällt mir auf dieser Seite auf jeden Fall besser als auf dieser Seite, weil die Foundation da einfach besser sitzt. Hier. Aber hier habe ich halt tatsächlich, das stimmt, ne? Also hier habe ich wirklich die Poren weniger betont oder man sieht sie halt einfach optisch weniger. Trotzdem gefällt mir einfach, wie das hier so sitzt, ein bisschen besser. Das mit dem Blush muss ich noch ein bisschen üben. Das hat nicht ganz so hingehauen bei uns beiden, ne? Aber trotzdem, ich finde den Look schön, ne? Ihr Lieben, schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr auch schon was davon getestet habt oder was euch davon noch so interessiert. Und ja, dann wäre es das hier gewesen. Wenn es dir gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.